Servus ORF1, sagen wir hier vom ORF2. Und wir machen jetzt weiter mit unserer Serie Landwirtschaft. Die führt Sandra Suppan heute ins Almenland. Nahe Passail reifen 50 Tonnen Käse in einer nicht alltäglichen Umgebung heran, nämlich tief drinnen im Berg, im Franz-Leopold-Stollen. Über Jahrhunderte hinweg ist hier in Arzberg Silber abgebaut worden. Seit 2006 widmet man sich einem kulinarischen Schatz, der unter Käsekennern weltweit bereits Goldstatus erreicht hat. Wie? Das schauen wir uns jetzt gleich an. Weit verzweigt ist der Franz-Leopold-Stollen, in dessen Seitenarmen 50 Tonnen Käse heranreifen. Und das jeweils mindestens ein halbes Jahr lang. Wir haben eine Temperatur von rund 10 Grad, Sommer wie Winter gleich, haben da natürlich auch eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und was uns sehr zugute kommt für die Käsereifung, ist der Silberstollen. Silber wirkt antibakteriell und das ist für unsere Käsereifung sehr von Vorteil. An die 60 Medaillen haben die Steirer bislang von Käse-Weltmeisterschaften mit nach Hause genommen. Auch 2020 hat es Gold gegeben. Fast 4000 Käse aus der aller Welt werden da eingesendet. Es werden jedes Jahr mehr. Und unsere hat in seiner Kategorie, also der Teichholmer, hat da die Goldmedaille gewonnen. Dafür verantwortlich ist natürlich vor allem die richtige Milch. 1400 Liter davon liefern Christoph Leitners rund 70 Kühe täglich. Ihre Leistung wird sogar digital vermerkt. Früher hat es das Stallbuch gegeben, wo das alles händisch aufgezeichnet worden ist. Heutzutage gibt es schon eine App, kann man sagen. Die Nummer 40 zum Beispiel, das ist die Wenke. Das ist ein reiferes Baujahr. Sie ist 2008 geboren, hat schon 9 Kälber, hat eine Milchleistung von zurzeit 80.000 Litern. Wenke und ihre Kolleginnen haben 2 Monate vor ihrem nächsten Kalbetermin Urlaub auf der Weide. Dann geht's wieder zurück in den Stall. Dort ist der Alltag, dass sie in der Früh und am Abend frisches Gras kriegen im Sommer. Zwischendurch werden sie bei uns am Betrieb mit dem Roboter gemolken. Noch in Tulwitz werden die Käse verarbeitet und schließlich zur Reifung in den Arzberger Stollen gebracht, wo sich sogenannte Affineure um sie kümmern. Die Käseverfeinerer wissen ganz genau, worauf es bei der Spezialität, die es bereits in der Jungsteinzeit gegeben hat, ankommt. Die Textur, also den Käseteig beurteilt man da, auf Geruch, natürlich Farbe, die Geschmeidigkeit. Ja, ganz wichtig ist natürlich, dass man den Käse temperiert, das heißt, dass man den ungefähr eine Stunde vor dem Verzehr oder vor der Verkostung aus dem Kühlschrank nimmt und dann kann sich die Geschmeidigkeit dann auch entwickeln.